Welche Auswirkungen hätte die Schließung vom NSN-Standort Bruchsal Ihrer Meinung nach? Eine Schließung des Standortes in Bruchsal hätte natürlich verheerende Folgen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es hätte allerdings auch einen großen Imageschaden für die Firma, die seit vielen Jahrzehnten ja in Bruchsal tätig ist, ganze Generationen ernährt hat, Familien ernährt hat. Und ich denke, das sollte sich das Management nochmal sehr gut überlegen. Wobei ich natürlich weiß, dass die Zeichen nicht gerade besonders positiv und hoffnungsvoll stimmen. Und wie sehen Sie das Verhalten der NSN-Leitung? Ja, das Verhalten der Leitung der Firma war bislang wohl geprägt von einer Undurchsichtigkeit, wie ich sie eigentlich nicht kenne. Und die Belegschaft hat das Recht darauf, informiert zu werden, auch zu wissen, wie es um ihre Zukunft bestellt ist. Und wenn dann Garantien gegeben werden bis Ende 2014 und man dann plötzlich hört, dass diese Garantien doch nicht eingehalten werden, das ist ein Verhalten, das ich nicht akzeptieren kann. Zu guter Letzt, was wünschen Sie der Belegschaft von NSN Bruchsal? Was wünsche ich der Belegschaft von NSN Bruchsal? Ich wünsche der Belegschaft natürlich, dass sie Erfolg hat, wobei ich betone es noch einmal, es ja eher so aussieht, als dass das Werk Ende 2014 völlig geschlossen wird. Vielleicht mit einem Teilerfolg, dass doch noch einige Mitarbeiter darüber hinaus ein Beschäftigungsverhältnis finden. Aber ich hoffe und wünsche, wir leben ja in einer Region um Bruchsal, die jetzt nicht gerade eine besonders hohe Arbeitslosigkeit hat, sondern im Gegenteil eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Und da wünsche ich natürlich, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztendlich Arbeitsplätze wiederfinden. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen.